Männer, die unter erektiler Dysfunktion oder auch Erektionsproblemen leiden, haben häufig so einen ganz bestimmten inneren und auch körperlichen Teufelskreis, den sie innerlich abgehen. Und in diesem Video möchte ich diesen Teufelskreis gerne skizzieren und dir damit auch Möglichkeiten aufzeigen, innerlich nachzusehen und dich darin vielleicht auch wiederzufinden. Mein Name ist Robert Cordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut und tätig als Institutsleiter und auch Gründer des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik. Wir begleiten seit 20 Jahren Menschen im Rahmen von Paartherapie, Sexualtherapie und Körperpsychotherapie. Viele Männer leiden unter Erektionsproblemen. Ja, das ist die zweithäufigste Thematik, mit der Männer in Deutschland leiden oder unter der Männer in Deutschland leiden. Und die geht meistens einher mit extremen innerlichen Zerwürfnissen und heftigen auch, ja, Schwierigkeiten, weil man kann sich eben vorstellen, dass für viele Männer es nicht einfach so ist, wie ich funktioniere nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgenommen habe, sondern meistens ist es so wie so ein grundsätzlicher Makel. Es gibt Männer, die zweifeln daran, dass sie männlich genug sind, die haben das Gefühl, ich kann mich nicht mitteilen, die ziehen sich zurück und die sind eben dann auch manchmal isoliert. Und ich habe auch einen Klienten, der mir gerade einfällt in dem Zusammenhang, der sagt sowas wie, naja, was soll ich denn tun? Ja, ich habe jetzt so oft die Erfahrung gemacht, dass meine Erektion nicht zuverlässig entsteht, dass ich mich gar nicht mehr verabreden möchte. Weil irgendwann kommt es früher oder später mit dem Partner oder der Partnerin zum Sex und dann habe ich wieder die Peinlichkeit, dass ich irgendwie nicht funktioniere, wie ich mir das vorstelle. Und oft ist es eben so, dass man einen ganz bestimmten Teufelskreis dahinter beschreiben kann. Ja, dass Männer eben zu uns kommen, die, also wenn ich gerade, das ist auch das, was ich im Erstgespräch beziehungsweise auch in den frühen therapeutischen Phase häufig mache, dass ich genau interviewe und gucke, wie machst du das eigentlich innerlich, was ist eigentlich innerlich los, wenn du Erektionsprobleme hast. Und dann habe ich häufig so einen ganz bestimmten Teufelskreis, den wir identifizieren können gemeinsam in einer Sitzung und der sehr häufig nach gleichem Schema abläuft. Nämlich oft ist es so, dass Männer natürlich in eine sexuelle Begegnung schon mit der Vorstellung reingehen und sagen, naja, die letzten Male hat es nicht funktioniert und meinetwegen das letzte Jahr nicht zuverlässig funktioniert und ich befürchte, dass es heute auch wieder so sein wird. Und Sie können das ja mal oder du kannst das mal für dich nachvollziehen. Stell dir mal vor, du würdest mit so einer, ja, Worst-Case-Vorstellung oder so einer Erinnerung erstmal an die Vergangenheit in eine sexuelle Interaktion gehen. Ja, dann kann es sein, dass sich daraus auch ein Worst-Case-Szenario entwickelt. Das heißt, dass ich mir vorstelle, dass es auch diesmal wieder so ist, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, früher war es auch so. Wenn ich mir vorstelle, wie es schlimmstenfalls läuft, dass zum Beispiel der Partner, die Partnerin danach enttäuscht sein könnte, sagt, um Gottes Willen, was habe ich denn da für ein Date? Vielleicht auch die Beziehung beendet, weil sie oder er vielleicht sagt, oh Gott, sowas will ich nicht. Ich will wirklich Sexualität, ich möchte lebendig sein und jetzt habe ich wieder jemanden, der nicht so funktioniert. Oder jetzt habe ich hier jemanden, der nicht funktioniert. Dann kannst du dir vorstellen, dass das natürlich mit Emotionen einhergeht. Ich werde schon Angst haben. Ich werde aufgeregt sein. Und bei Aufregung passiert natürlich Folgendes, im Stressfall passiert natürlich Folgendes, dass eben der Körper eher auf eine Alarmbereitschaft umschaltet. Das bedeutet, dass ich eben gar nicht mehr so atme, wie es vielleicht lustfördernd möglich wäre, sondern vielleicht wie im Stressmodus, so kurz und flach atme vielleicht. Ja. Und ich verliere natürlich dann auch den Kontakt für meinen Körper, vor allen Dingen meistens fürs Becken. Das bedeutet, es kann sein, dass im Angstfall, auch das ist ja beobachtbar, ja, wenn ich nämlich Worst-Case-Szenarien ranziehe, dann kann es nämlich sein, dass ich plötzlich ja, innerlich auch aufgeregt bin und dann eben den Kontakt zu meinem Körper verliere. Und das ist auch das, was viele Männer beschreiben. Die beschreiben sowas wie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich fühle in meinem Körper. Ich fühle mich wie in so einer Blechkiste oder sowas. Ich kann mich gar nicht bewegen, ich weiß gar nicht, was ich will. Ich bin einfach nur noch so in so einem Durchhalte- und Alarmmodus. Kein Wunder, dass man in dem Fall gar kein Gefühl mehr hat für sein Becken und schon gar nicht für sein Genital. Und meistens ist da auch gar kein Platz mehr für andere Menschen. Logisch, oder? Weil ich natürlich dann völlig auf mich bezogen bin und das Gefühl habe, Gott, jetzt muss ich wirklich, hoffentlich steht das Ding. Ja? Und das ist dann auch meistens das, was innerlich abläuft. Man glaubt nicht dran, hat kein Gefühl für den Körper, sagt sich aber dann meistens sowas wie, dieses Mal muss es funktionieren und macht sich darüber natürlich innerlich noch mehr Druck.
Was passiert? Stress wird eher ansteigen, Atmung wird eher flach sein, ich werde weniger in Beziehung sein mit meiner erotischen Anziehung und noch weniger wahrscheinlich mit dem Partner. Und was passiert? Höchstwahrscheinlich wird der Körper nicht unbedingt sagen, wow, das fühlt sich erotisch an, das fühlt sich sexy an, und natürlich wird die Erektion nicht unbedingt eingeladen werden, sondern das Gegenteil wird der Fall sein. Man wird sich mehr verkrampfen, wird höchstwahrscheinlich irgendwie mehr sich innerlich in Druck bewegen und wird natürlich keine Erektion bekommen. Was kommt am Schluss raus? Zumeist eine Bestätigung des zuvor Erlebten oder der zuvor ja auch innerlich herangezogenen Worst-Case-Szenarien. Das ist ja auch das, was man eben als selbsterfüllende Prophezeiung bezeichnet. Das heißt, am Anfang denke ich sowas wie, um Gottes Willen, ja, es wird höchstwahrscheinlich wieder schief laufen, wie die 10 Male zuvor. Dann werde ich am Ende, oder mein Körper macht es quasi wahr, über physiologische und ganz einfache, nachvollziehbare und menschlich nachvollziehbare innere Prozesse. Und am Schluss lande ich da, dass ich sage, ja, ich sehe es mal wieder, die Bestätigung ist jetzt gekommen, dass ich tatsächlich nicht funktioniere und dass es wieder nicht geklappt hat. Ich reagiere mit Enttäuschung, ziehe mich zurück und entwickle darüber natürlich auch in gewisser Weise die Vorstellung, dass beim nächsten Mal auch wieder nicht klappen wird. Und werde natürlich auch nicht unbedingt dran glauben und auch nicht unbedingt die Wahrnehmung auf die korrekten oder beziehungsweise fördernden Aspekte lenken, weil das natürlich eine Eigendynamik entwickelt. So, was machen wir anders? Was ist unsere Arbeit am Berliner Institut für Beziehungsdynamik? Wir unterstützen Männer in dem Fall, aus diesem Teufelskreis herauszufinden, die Körperwahrnehmung zu stärken. Im Falle dessen, dass jemand sich innerlich Stress macht, die entscheidenden Faktoren zu identifizieren und auszubrechen aus diesem Teufelskreis. Wenn Sie Unterstützung in diesem Bereich suchen, wenden Sie sich an uns unter beziehungsdynamik.de/kontakt. Da können Sie ein kostenloses telefonisches Infogespräch vereinbaren oder gucken Sie sich auf unserer Website um. Da finden Sie einige Beratungsangebote bzw. halt auch Hinweise, wie man eben mit Erektionsproblemen umgehen kann. Bis dahin alles Gute und bis bald.